So, liebe Viertklässler, wir sind jetzt bei unserem Experiment Nummer 3 und dazu brauchst du einen Wasserkocher oder einen Topf. Ich nehme jetzt einen Topf, den habe ich hier einfach mal auf die Herdplatte gestellt, gebe da jetzt Wasser rein und werde jetzt das Ganze erhitzen. Gebe ich jetzt mal hier richtig Gas auf den Herd und wir beobachten das Ganze mal. Dass ich da mal ein bisschen reinzoome. Wenn ihr genau auf den Boden von dem Topf schaut, seht ihr schon, da tut sich was. Schaut mal, ganz da unten, ganz klein und fein. Und hier sieht man auch schon was aufsteigen, schaut mal. Da kann man jetzt ganz toll sehen, unser flüssiges Wasser wird erhitzt. Es beginnt zu kochen. Und da verwandelt sich jetzt das Flüssige in gasförmigen Zustand und steigt als Wasserdampf nach oben. Hier sieht man jetzt wirklich richtig schön in der Luft das gasförmige Wasser. Und jetzt kommt der Trick, den ihr machen sollt. Nun nehmt ihr am besten mit einem Topf, ich nehme jetzt mal hier so einen Handschuh, hol einen Deckel herbei und wir halten jetzt den Topfdeckel hier jetzt mal oben drüber. Und dann werden wir mal schauen, was da los ist. Schaut mal, was sich hinten unten am Topfdeckelrand schon bildet. Schaut mal her, da kann man es ganz toll sehen. Was passiert am Deckel? Das sollst du jetzt auf deinem Forscherbogen beschreiben. Also, das Wasser als Flüssiges wird erwärmt. Die Teilchen steigen gasförmig auf als Wasserdampf. Warme Luft steigt nach oben, wie man hier sieht. Und wenn ich dann mit diesem kalten Deckel komme und den da drüber halte, kondensiert der Wasserdampf wieder zurück in den flüssigen Zustand, wird zu Wasser und tropft zurück in meinen Topf.